Hallo, ich bin André, der Buschflüsterer. Heute nehme ich dich mit zu einer kleinen Brotzeit im Winterwald. Viel Spaß damit! So, heute nehme ich euch mit raus zu einer Brotzeit im Winterwald. Ja, warum? Ja, ich hatte jetzt wieder stundenlang Telefonkonferenzen, war im Homeoffice gewesen und jetzt muss ich einfach mal an die Luft und einfach mal raus und einfach mal die Ruhe genießen. Und das mache ich jetzt. So, jetzt habe ich mir schön gemacht, ein Kätzchen dazu, einen Käse habe ich mir mitgenommen, ja, ein paar Tomaten, Gürkchen, so kann ich mir es gut vorstellen. Ja, es tut einfach gut, so eine kleine Auszeit zu nehmen. Einfach mal durchatmen, einfach mal Luft holen. So, dann genieße ich mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so froh, dass wir in diesem aktuellen Lockdown die Möglichkeit haben, in den Wald zu gehen. Und bei uns ist der Wald direkt vor der Haustür. Und das ist so schön. Man muss nicht stundenlang fahren. Im Prinzip könnte man den Rucksack aufschneiden und sofort loslaufen von der Haustür aus. Naja, einfach so bereichern. So toll. Ich glaube, viele Menschen in der Stadt können das gar nicht so nachvollziehen, wie toll es ist, direkt am Wald zu wohnen. Ich genieße es auf jeden Fall völlig. Thank you.
Jetzt mache ich mir noch einen schönen Fichtennadeltee. So, da habe ich mein EDC. Kann ich euch gerne auch mal vorstellen, was ich so im Laufe der Jahre so alles hier eingeräumt habe und wieder verändert habe. Und wenn Interesse besteht, könnt ihr mal schauen, was ich in meinem Maxpedition so alles drin habe. Das ist meine Zunderbox. Mache ich heute mal Feuer mit einem Wattepad. Und hier so ein Holzwachsstück. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Das waren gleich zwei. Eins reicht hier völlig aus. Zeige ich euch mal. So. Ja, brennt schon. So. Habe ich so einen kleinen Klappgrill. Stelle ich mir hier drauf. So, und dann warten wir, bis das Wasser heiß ist. So, jetzt ist das Wasser heiß. Habe ich mir hier auf dem Weg schon ein bisschen Tannen, also Fichtennadeln geholt. Dann kommen wir jetzt hier rein und lasse ich 15 Minuten ziehen und dann genieße ich meinen Fichtennadeltee. Der ist richtig, ja, mit den ätherischen Ölen tut er richtig gut im Winter. Probiert's mal. So, ich war jetzt eine Stunde draußen gewesen und habe mich richtig toll erholt. Bin wieder fit, habe Kräfte gesammelt und diese Stunde hat mir wirklich gut getan. Macht das auch mal. Einfach mal Brotzeit im Wald. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen. Und wie immer, husch husch, ab in den Busch. Tschüss.